Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! 5D 2011, liebe Freunde. Das letzte Mal sind wir in die Mine gekommen und haben dort Sergio gefunden. Tobi, bist du in Sicht? Du bist in Sicherheit. Ich habe ihn noch gefunden, das noch rauszufinden scheint. Sorry. Lass uns dadurch abhauen. Du kommst auch mit uns? Da kommen wir vermutlich nicht raus. Ich habe es oft versucht, aber nie geschafft. Soll es auch nicht darauf ankommen lassen, Tobi. Ein Freund von dir, Tobi? Oh, du wolltest ihn retten. Dann können wir ihn nur schlecht zurücklassen. Ich habe beschlossen, dass ich hier sterben möchte. Sag meinen Kindern, dass sie die Stadt verlassen sollen und dass es mir leid tut. Kinder? Möchtest du deine Kinder nicht wiedersehen? Klar möchte ich das, aber nur... Klar möchte ich das, wenn ich nur könnte, aber ich bin so erschöpft. Deine Kinder wollen ihren Vater so wiedersehen, dass sie ihn gebeten haben, dich zu suchen. Was für ein Vater gibt denn vor seinen Kindern auf? Weißt du überhaupt, wie es für Kinder ist, wenn sie ihre Eltern nie wiedersehen? Diese Stadt darf nicht so werden, wie das alte Satellite einmal war. Stimmt's, Kellen? Wir werden diese Stadt retten. Du hast recht, wenn meine Kinder mich noch nicht aufgegeben haben, egal was geschieht, ich werde sie wiedersehen. Okay, Beeilung. Hier, spüre einen Luftzug aus diesem Loch. Gehen wir. Du auch, Kellen. Pass auf, dass es nicht ausrutscht, wenn du fällst. Pass auf! Alter Mann! Ja. Ich komme von hier nicht ran. Wir brauchen etwas Langes. Kellen, alles in Ordnung? Alter Mann, warum hast du mir geholfen? Du musst deine Kinder wiedersehen, dein Leben ist wichtiger als meins. Das stimmt nicht, du gibst den Menschen Hoffnung. Du hast mit deiner Truppe Großes vollbracht. Du wusstest davon? Ja, meine Kinder haben viel über dich gesprochen, aber ich habe meine Freunde verraten, das Team löst sich auf denkbar schlechteste Weise auf. Ja, jetzt haben wir schon zwei Zehner gespielt, müsst ihr anschauen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Für jemanden wie mich gibt es hier nichts mehr zu tun. Verbündet ist nicht so schwach, wie du glaubst. Tief in deinem Herzen weißt das auch, oder? Du kannst diese Stadt retten, ich glaube an dich. Kellen, bitte kümmere dich um Crashtown und Nico und West. Ich warte auf meinen Vater. Kellen, Sergio. Nein. Kellen. Tobi, Jose, lass uns gehen. Wir werden tun, worum der alte Mann uns gebeten hat. Ich werde diese Kinder beschützen und diese Stadt retten. Ich werde dieser Stadt und den Kindern Hoffnung geben. Lasst uns gehen. Da hinten war ein Weg, der führt vermutlich nach draußen. Und damit können wir die Mine hier schon wieder verlassen. Das war ein sehr kurzer Aufenthalt, leider auch ein sehr trauriger. Noch möchten wir diesen Sternchip nicht liegen lassen. Sehr gut. So, speichern, dann geht es hier raus. Wir sind draußen. Was? Die sind schon geflohen? Oder brauchen sie es? Dann brauchten sie wohl doch keine Hilfe. Toru Misaki, seid in Ordnung? Wir dürfen uns aber noch nicht ausruhen, da brodelt ein Krieg in der Stadt. Ich wusste es. Wir haben bereits einen Duellrunner. Wir haben bereits die Duellrunner von Yusei und Tobi geholt. Macht es in die Stadt, kommt. Wir retten die Menschen in der Mine. Danke euch beiden. Die sind also auf unserer Seite? Ja, keine Sorge, überlassen wir das denen. Wir müssen schnell zurück in die Stadt. Wir zählen auf euch beide. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, da liegt etwas in der Luft. Du glaubst nicht, dass der Krieg angefangen hat, oder? Was macht ihr Deppen denn hier? Egal, der Krieg hat angefangen. Bald gehört die Stadt der Malcolm Family.
Ich kümmere mich um den Typen Kellen. Du und der Rest geht zu den Kindern so schnell ihr könnt. Alles klar, friert bloß nicht, USA. Nee, ich glaube, der wird gegen den nicht verlieren. Da bin ich unbesorgt. Oh, was passiert denn hier? Wo sind die Kinder? Was, im Versteck in den Bergen im Norden? Ich wusste gar nicht, dass es dort ein Versteck gibt. Ah, jetzt kommt die schon wieder. Hey, wie seid ihr denn hierher gekommen? Diese Stadt steckt mitten im Krieg. Wer mir jetzt nicht will, kommt bettelt um eine Trachtprügel. Tobi, tut mir leid. Aber ich muss das hier dir überlassen. Hä? Dieses halbstarke Geschöpf hier hält sich wohl für einen ganz besonderen Weh. Egal, sieht aus, als wärst du mein Gegner. Na gut, fangen wir an. Ja, aber nicht jetzt. Wir können nicht nach hinten. Nach vorne müssen wir wohl nach hinten gehen und hier. Eigentlich ein Kartling. You say, du lädst dich ja auch schon freudig. Jetzt müssen wir wohl hier nach hinten tatsächlich gehen. Dort erstmal unser Spiel schnell speichern. Wie gesagt, sonst müssen wir relativ viel Dialog nochmal anhören. Das will ja keiner. Hier laufen wir erstmal ein bisschen in der Bahn rum so. Und dann kämpfen wir gegen den zweiten Anführer statt gegen Radley. Halbstark wie dich putze ich zum Frühstück. Das werden wir sehen. Mein Bester oder meine Bestie, nachdem, keine Ahnung. Oh, warte mal, hier brauche ich das wieder. Ah, 2,0 genau, perfekt. Oder fast perfekt. 1,99 wäre natürlich noch besser, aber das ist halt schwierig zu schaffen. Also mein Deck scheint es offenbar auch auf einen harten Kampf eingestellt zu haben. Ich muss bald mal Naturia rausmachen, einen weiteren zweiständigen Empfänger reinpacken, das ist klar. So, das werde ich dann auch wahrscheinlich direkt dann mal tun, sobald die nächste Deckverbesserung ansteht, weil so 5 Sterne habe ich nicht und so wertvoll sind sie auch nicht, dass ich die so massiv spammen müsste. So, das ist ein Kristallungeheuer-Deck, wie es aussieht, dürfte halt auf gar keinen Fall der Regenbogen-Drache ins Feld kommen, weil das wäre dann ein wenig, naja, sehr, sehr doof. Und das ist eine sehr böse Karte, Bühr des Mächtigen, die kann frieren unsere Angriffspunkte massiv fürs Bernstein-Mammut mit 1,7. Ist ja noch nicht ganz so schlimm, was für Sakuretsu-Rüstung. Nee, da tut ja nur unseren Angriff zum Glück verringern. Verliert 100 und dann können wir hier übergehen zur Beschwörung von Desquala, Raiko. Ne, Raiko ist wichtig, in dem Fall Raiko, um die Bür des Mächtigen zu erledigen, weil Bür des Mächtigen ist böse. Aber noch nicht jetzt, da haben wir noch Zeit, die Bür des Mächtigen, bis wir die loswerden. Noch ganz viel Zeit. Vorher gehe ich erstmal hier schnell ein Synchro auf Stufe 5 holen, nämlich in dem Fall magischen Android halt, weil der verliert zwar 500 Punkte, weil pro Stufe verliert Monster 100 ATK, ist der Effekt von Bür des Mächtigen. Aber das reicht noch, um Bernstein-Mammut zu besiegen. Ich will ja auch nicht schon Raiko jetzt offenbaren. Das ist nicht gern, dass wir da dann zumindest nicht den offen liegen haben. Er kommt hier auch in, als offene permanente Zauber fallen kann. In die Zone ist auch gefährlich, dass hier Zauber- und Fallenkarten rumliegen, weil damit kann man dann relativ schnell eine von den drei Göttern, Uriah, Hamon oder Raviel holen. Ich glaube, es war Uriah. Ne, Hamon war auf Zauberkarten, Raviel auf Unter. Oh, wenn sie angreift, erhält sie 400 Punkte. Das ist natürlich doof. Das heißt, den muss ich vorbeugen. Mit der Sakuretsu-Rüstung. Natürlich blöd. Ich werde die Bühne des Mächtigen zugleich entfernen. Das ist doch ein größeres Risiko, als ich gedacht hatte. Lösel wieder 200 liegt halt offen und wird mir nächste Runde einen Haufenweise Schaden kosten, aber besser als dass ich jetzt meinen lieben Android hier noch länger off als verwundbar rumliegen lasse. Auch tatsächlich 0 Angriff, das heißt, wenn er den zerstört, kriege ich im Prinzip quasi einen direkten Angriff ab. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber diese Lebenspunkte sind einfach zu wertvoll, die abzuziehen. Das sind schließlich 4300 Punkte und das ist über die Hälfte, von daher. Was bringt das hier? Er kann die Kampfschadenkanne halbieren, das ist ja fies, die Karte hier. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Oh ja, diese Regenbogenstadt ist auch ganz schön fies, wie wir ja schon sehen.
Na, erstmal kriegen wir wieder ein paar Lebenspunkte dazu und dadurch sind wir jetzt im Bereich, wo die fröhliche Musik für uns kommt, weil wir Lebenspunkte dazu bekommen, nicht weil wir ab, obwohl es wäre auch so, aber ja, dann wären wir auch so lang gewesen. Und das ist natürlich das Fies, der Kristallpegasus, der ist halt schon stark. Die Zaun- und Fallenkantzone legen. Jetzt kann auch noch Zaun- und Fallenkant von uns kann er annullieren. Natürlich die Gefahr, dass hier was Mächtiges kommt, wird mit jeder mit jedem zu größer. Ah, wir verlieren aber auch nur. Oh, ich hätte mit Drake mal noch angreifen sollen. Egal. 1-6. Das macht aber jetzt auch noch nichts. Schließen erst mit 4 Karten ist zwar schon, haben wir zwar schon echt ein Problem, weil erstmal kann es halbieren, das zum einen. Chiron bringt mir jetzt gerade leider auch nichts. Zumal wir die Karte sowieso nicht zerstören können. So, wir nehmen jetzt hier den magischen Android, damit sie immerhin den nicht halbieren kann. Den Kampfschaden halbieren nur, oder? Ja, okay, das war so ein bisschen, naja, naiv, würde ich mal sagen. Jetzt kann er da schon ordentlich mit Stimmung machen mit den Karten, das ist das Problem. Immer noch 500 Punkte, damit können wir sicherlich irgendwann gut umspringen. Aber die müssen jetzt auch erstmal abgezogen werden. Ich hätte gerne noch so eine Psy-Schnecke oder sowas als Karte jetzt, damit wir wieder, damit wir noch mehr Psy, mehr Monster auf dem Typ Psy haben, damit auch noch mehr Lebenspunkte farmen können. Mit dem magischen Android. Schwarzes Loch, holy crap. Zerstört alle Monster auf dem Feld. Das ist ultra gemein jetzt gerade hier. Und durch die Karte kann noch eine ziehen jetzt. Ziehe eine Karte, wurde ausgewählt. Wenn noch ein fünftes in die Zauber fallen kann, so die kommt, dann ist aber, dann ist, haben wir echt ein Problem. Bernstein Mammut ist noch nicht so die wilde Aktion. Er kann auch sogar Zauber und Fallenkarte schon annullieren, also mit Vorsicht zu genießen das Ganze. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt eine Axt der Verzweiflung bekämen. Ha, geil, ist das immer richtig nice jetzt gerade. Was habe ich denn als hier als Effekt? Reißender Tribut, ja. Herrlichst. Fallenfalle, komm, dann muss hier mal die Karte wieder aus der Zauber- und Fallenkartenzone weg. Ah, nee, nee, die eine höhere Zauberzählzeit, das ist ja cool. Ausrüsten hier an der Stelle. Ah, den will er aber annullieren, okay. Was, er muss einen Bernsteinmut dafür opfern? Also, nee, eins ist er kontrolliert, das heißt, er kann gar nicht aus der Zauber- und Fallenkartenzone weglegen. Ja, das ist ja mehr als dämlich, sorry. Kampfschaden halbieren bringt in dem Fall gar nichts mehr. Das war's, mein Freund. Okay, relativ easy dann im Endeffekt doch noch. Erst 30 Minuten den Part, das heißt, wir können noch ein bisschen was schaffen. Wie konnte ich nur gegen dich verlieren? Das da wohl ein Unentschieden. Lol, nein. Und was bist du denn jetzt hier? Oh, der hat sich offenbar Malcolm vorgenommen. Du mieses kleines Denk nicht, dass das hier erledigt wäre. Er wurde offenbar auch aufgehalten. Tobi, ich wurde von Malcolm aufgehalten, aber ich habe ihn fertig gemacht. Hauen wir ab. Oh no. Ich habe euch alle hier noch nie gesehen. Ihr seht nicht aus, als gehört ihr zur Red Lake-Gruppe. Aber wenn hier keine Verbündeten seid, seid ihr Gegner. Ich mache euch zusammen fertig. Los. Sieht so aus, das müssten wir erstmal zu diesem Typen hier erledigen. Hilf mir, Tobi. Gut. Zweigen 1, wenn ich gerade färbe, wird sich wahrscheinlich entsprechende Sonderregeln einfallen lassen. Da könnte ich drauf wetten. Wir gehen hier erstmal in den Kartenladen. Und Lorden scheint ja, davor scheint sich ja die ganzen hier relativ zu fürchten vor seiner Rückkehr. Dementsprechend duellieren wir uns nun. Also gut, ich werde euch zeigen, wo es lang geht. Aber da ich allein bin, fange ich mit 10 Karten an. Oh shit, das. Ich kann mir denken. Ich glaube, ich weiß, was für eine Strategie der hier verfolgt. Ich glaube, das kenne ich. Oh, wir müssen erstmal uns den ersten wieder rausholen. Oh, das war knapp. Er ist tatsächlich unter die 2-5 gekommen. Aber wir sind natürlich auch da relativ gut. Leider trotz, dass die Knopfkombinationen nicht ganz so einfach waren. Ich bin mit 10 kann, das heißt, er muss wahrscheinlich am Anfang erstmal was abwerfen. Ah, darauf wird es eh nicht ankommen, das kann ich euch gleich sagen, denn ich kenne dem seine Strategie, die habe ich noch in Erinnerung, die war relativ fies. Zur 10 kann ist auch rot eingefärbt, ihr werdet hier erstmal haufenweise, ja, ihr werdet gleich sehen, seine Strategie. Die denke ich, ja, genau damit wird sie offensichtlich. Er möchte nämlich mit möglichst vielen Zauber- und Fallenkarten möglichst viele Lebenspunkte abziehen.
Lass eine Strategie hier möglichst schnell unsere Lebenspunkte mit Zaubern, Fallenkarten oder sonstigen Effekten auf Null zu bringen und Kazi. Das ist natürlich schon relativ fies, weil wir da echt keine Chance haben, mit dir entgegenzuwirken. So sehe ich Notama ist dann natürlich relativ schwach und schon hat er eigentlich einen Vorteil im Duell, zumindest offensichtlich. Und da geht mir der Bildschirm aus. Nice, ich weiß, das brauche ich eigentlich nicht jedes Mal zu erwähnen. 200 Punkte durch Funk, 20 Punkte Schaden durch Funken ist ein bisschen ein Witz. Boah, Alter, das ist ja fies. Sind die Karten eher entfernt? Natürlich was mit relativ vielen Punkten. Wir sind schon unter den 4000. Ja, wir werden sehen, wie wir es hier am besten machen gegen ihn. Aber Fakt, die Wellenbewegungskanone ist eine tickende Zeitbombe, die eigentlich nie hätte gespielt werden sollen. Das ist halt natürlich noch sowas wie verräterische Schwerter, das ist echt fies, also ich denke, das hier könnte sich für uns ordentlich negativ auswirken. Das Duell hat hier leider auch keine Karten, die uns effektiv was bringen. Ich spiele natürlich Monster, ich hoffe, er holt dann vielleicht auch was synchrotechnisch aufs Feld. Fakt ist halt, wir müssen hier sehr schnell zum Zug kommen und gewinnen, sonst haben wir ein Problem. Er kann Angriff annullieren, glaube ich, indem er es aus dem Spiel entfernt. Und das hier bringt... Fallenfalle, okay, immerhin kann er damals schon mal 500 Punkte Schaden verhindern, damit uns eine Runde mehr Zeit durch die Wellenbewegungskanone verschaffen. Und schön ist halt auch, ja, gib mir mal Karten, ich brauche hier ganz, ganz viele Karten. Ich werde vielleicht auch die Schwarze Rose holen, das wäre eine Überlegung wert, die Schwarze Rose zu holen, um ihn, um die Wellenbewegungskanone tickende Zeitbombe zu vernichten. Das mache ich auch, hole die Schwarze Rose als nächstes. Ja, ich hole auf jeden Fall Schwarze Rose als nächstes, Freunde. Ja, das ist sowas von klar, Freunde. Das ist also... Einen besseren Moment gibt es für den schwarzen Rosendrachen nicht als diesen hier. Die Aussage kann ich nur wiederholen. Wir zaubern einem Friedhof 200 Schaden. Holy shit, Alter. Das ist nächste Runde. Ja, ich muss die schwarze Rose holen, weil die kriegen die nicht in einer Runde auf 0. Ich will die Wellenbewegungskanone in echt jetzt. Oh shit, Alter. Der darf nichts mehr ziehen. Wir müssen sowas von die Schwarze Rose jetzt holen und hier versuchen, ihn zu erledigen, so schnell wie es nur geht. Erstens, so hier Effekt von Schwarzen Rosendrachen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der bewirkt auf jeden Fall, dass wir alle Karten am Feld zerstören können. Das müssen wir natürlich machen, weil sonst erledigt uns die Wellenbewegungskanone. Ist natürlich, der Typ ist in einem 1 gegen 1 wesentlich leichter zu zerstören, also zu besiegen, als in einem Mehrfachduell, wie wir es hier haben. Ich muss halt versuchen, möglichst schnell die Lebenspunkte abzuziehen. Hier gehen, verzerrender Wolf. Problem ist, wenn eine Karte wie Okaze sieht, haben wir sofort verloren. Das ist halt das Problem. Ich hoffe, dass er einfach ein Monster zieht, das ihm nichts bringt. Ansonsten, wenn er jetzt in der nächsten Runde nicht zieht, dann könnten wir relativ gute Chancen auf den Gewinn haben. Wir erstmal 3000. Das hilft natürlich nicht. Aber es hilft natürlich nur bedingt. Problem ist halt wirklich, der kann in der ersten Runde so viel Schaden anrichten, hat Wellenbewegungskanone dreimal im Deck. Und er zieht kein Monster. Das wäre natürlich eine Karte, die Durchschlagschaden macht, extrem nützlich. Ich würde Kerlin dir dringend raten, so viele Karten wie möglich zu spielen. Was ist das hier für ein Kack hier, ey? 0-0. Battleface hoffentlich nicht sowas wie Death Swamp oder sowas. Doch, natürlich. Lol, sogar noch Predicted Death Koala meine ich natürlich. Ja, und damit haben wir das Duell, ohne einmal Kampfschaden zu verlieren, verloren. Wow. Und das ist dann auch ein Game Over für uns, Freunde, in diesem Spiel hier, aber da war ehrlich gesagt nicht viel zu machen, weil Kellen halt auch herzlich wenig beigetragen hat zum Spielding. Aber nun denn, letzte Speicherdaten, wir wollen dem Partner nochmal Versuch wagen, weil die Duelle prinzipiell nicht so lang dauern. Ja, nicht so aggro, ich habe alles verwechselt, wo wir waren. Und deswegen immer speichern. Das ist das Problem, mit 10 Karten fängt er an und deshalb, ja... Ich soll dennoch gucken, dass wir hier als Erster rankommen, sonst haben wir noch ein größeres Problem. Dann wieder eine Karte mehr oder einen Zug mehr. Ah, diesmal sogar länger gebraucht. Ich hoffe nicht, dass das Spiel irgendwie einfacher wird, wenn wir dann mehrfach gegen Typen verlieren. Das habe ich aber auch nicht so die Erfahrung gemacht, aber es wäre, wie gesagt, sehr, sehr ärgerlich und unnötig. Das heißt, hier wird auch keine Monster spielen, die irgendwie zu verteidigen sind. Das heißt, hier volle Offensive 2000 da raus, damit dann
Kellen hier seinen Zug machen kann, möglichst ihn erledigen. Bis der mal fertig ist, da kann ich zu lange mal ein bisschen auf WhatsApp unterwegs sein. Auch das ist ja schön. Das heißt, erstmal 1000, dann durch die finstere Kammer der Albträume kriegen wir noch mit 300 zusätzlich. Das ist natürlich der ultimative Worst Case, dass die Karte auch noch liegt. Weil ich verliere eben durch jede Karte 300 Punkte mehr. Herrlich. Und hier versucht er natürlich mit der Karte möglichst lang seine Battleface-Phasen zu beenden. So viele Karten, die Angriffe annullieren, also beziehungsweise sein Deck perfekt für seine Strategie aufgebaut, allerdings auch nur für dieses Tag-Duell hier, alles andere ist und denn eher kontraproduktiv. Verborgene Schütze erstmal, führt uns wieder und das hier noch. Boah, holy crap, Alter. Und wird ein Deck gemischt. Zweimal aktualisiert, doppelt verketten quasi. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus, aber das hat auch einen nicht ganz so, ja, ein Duell, auf das man wenig Einfluss hat. Das ist im Prinzip Glück und das halt ein bisschen, brauche ich nicht, aber naja, egal. So, jetzt greife hier an, ja gut, er wird eh seinen Effekt aktivieren, das ganze Ding, also viel entfernt die Battleface beenden, eine Karte ziehen, das ist, naja, halte ich nichts von außer Abstand von so Karten, die finde ich persönlich fies. Der spielt doch die bodenlose Fallgrube, mein Freund. Kaum ist er wieder im Zug, haben wir schon ein Problem. Obwohl wir gar nichts eigentlich machen konnten, effektiv zum Duell. Jetzt zerstöre ich unsere finstere Kammer der Albträume. Jetzt, sofort an dieser Stelle. Kellen, zerstöre sie jetzt. Okay, nee, zerstöre die Wellenbewegungskammer. Die ist viel gefährlicher. Oder hoffentlich überlässt das mir, was ich zerstören darf. Weil ich weiß definitiv, was hier von weg sollte. Okay, jetzt hat er mir die Wahl übernommen. Und er nimmt die finstere Kammer der Albträume. Und damit haben wir jetzt eine tickende Zeitbombe. Glückwunsch, Kellen, zu dieser Sache. Feuermeteor. Ach du Scheiße. Fügt uns fucking 2000 Schaden zu. Okay, das ist natürlich jetzt erste Seelennehmer hier an der Stelle. Und ich versuche, unsere Lifepoints hochzuheilen. Bringt das was? Unsere Lifepoints hier hochzuheilen mit einer... Ne, wir müssen voll die Offensive gehen, Freunde. Anders haben wir keine Chance. Wenn er Spielkraft hat, dann ist das ein Problem, dass wir uns andermal kümmern müssen. Er hätte mir halt mal die bodenlose Fallgrube noch hinterlassen sollen, damit er hier nicht irgendeinen Scheiß holen kann. So, 1600. Ich habe leider 1000 geben müssen, damit das Monster weg, damit ich überhaupt direkt angreifen kann. Die Wellenbewegungskanone Kellen muss nächste Runde erledigen, sonst haben wir gar keine Chance, weil die Wellenbewegungskanone ist die mieseste Karte im ganzen Deck von ihm. Das ist das Duell persönlich auch ein bisschen sinnfrei, wie das hier gespielt wird. Ich meine, man kann es natürlich auch probieren, einen schwarzgeflügelten Drachen zu holen, aber oder einen Urteilsdrachen, nee, kein schwarzgeflügelten, einen Urteilsdrachen, beide in dem Fall, aber einen Urteilsdrachen zu holen. Dann kommt schreckliches Feuer, dann halt die Wellenbewegungskanone kann es dann schon erledigen. Ja, wow. Faires Duell, schon mal richtig, oder?